Hallo? Guten Abend, Frau Zecher. Mein Name ist Tom Kowalski von der Kripo Leipzig. Ich bräuchte die Handynummer Ihres Mannes. Ja. Worum geht's denn? Einer seiner Schüler wird seit heute Morgen vermisst. Ja, das ist die 0149 30 23 546. Dankeschön. Ich bin's. Was gibt's? Nichts Wichtiges. Ich wollte nur mal hören, wie es so bei euch geht. Gut. Und ich wollte mit dir über Felix sprechen. Über seinen Geburtstag. Er wünscht sich ein Pferd. Ein Pferd? Immer noch? Bitte. Mein Mann arbeitet noch nicht lange an der Schule. Er hat sie gewechselt. Wir sind sogar umgezogen. Hierher, von Hannover. Es gab keine Beweise dafür, aber ein Schüler hat meinen Mann beschuldigt, ihn angefasst zu haben. Dieses Hemd habe ich in seinem Schrank gefunden. Da bist du ja endlich. Ja, ich habe noch geduscht. Seid ihr schon lange hier? Ja. Johanna und ich haben schon gefrühstückt. Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Brauchst du noch lange? Nee, ich mach das hier nur noch schnell fertig. Jan? Was? Wir haben Honig vergessen. Bring ich mit. Es ist 10.05 Uhr. Nächste Nachrichten in einer halben Stunde. Tschüss, Lotti. Guck, hier ist deine Flasche. Komm. Bis heute Abend, ich hol dich ab, ja? Brauchst du nicht. Ich bin bei Urfiner Kneipe renovieren. Nee, ich bin mit Annette verabredet. Ja, und? Woher soll ich das wissen?
Ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr aus gewesen. Du kommst heute Abend nach Hause und passt auf Lotte auf, ist das klar? Ist das klar, musst du schon vorher mit mir reden. Ich hätte auch Nachtdienst haben können. Ich muss mit dir reden. Ja. Oh, haben Sie vielleicht einen Schluck Wasser für mich? Ja, gut. Bitte. Danke. Frau Franke, können Sie mir mal einen Gefallen tun? Mhm. Frau Franke, können Sie das auch noch übernehmen? Sie sind ja quasi vom Fach. Oh, ja. Ich hoffe, der passt auch. Ja, ja, ja. Abgang. Tschüss. Achtung, hier Berolin an alle eingesetzten Kräfte. Raue, Wolfgang. Was ich noch fragen wollte. Unter Bemerkung steht Info Direktion 3. Wie bitte? Moment. Ich gehe da mal nach Hause, wa? Entschuldigung, falscher Schlüssel. Wiederhole, Arbeitsamt Normannstraße. Keine weitere Unterstützung. Keine Sorge. Ist alles vorbei jetzt. Und mein Mann? Alles in Ordnung, wirklich. Und was ist mit ihm?